Moin, liebe Leute, und willkommen zu einem wunderbaren, aromatischen Cocktail an diesem Abend. Es ist ja geiles Wetter, ne? Und jeder von uns trinkt mal gerne einen Schnaps. Und da habe ich im Internet mal nach Cocktails gesucht. Und ich bin fündig geworden. Und zwar habe ich gefunden Red Russian Blend. Den Red Russian, Freunde. Den Red Russian. Dazu brauchen wir Wodka. Nachui, Blät, in Nachui. Kirschlikör, zwei Minzblätter und Cocktailkirschen. Und zwar ist es ganz simpel und einfach. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, ein Glas und einen kurzen. Und eigentlich funktioniert das wie folgt. Man nimmt so, ja, so ein paar Cocktailkirschen da so rein. Nur 3-4 Stück. Komm, machen wir mal 6, wenn wir nicht so geil sind hier. Zack. So. Und dann kommt da 4cl, das ist ein 4cl Glas hier, Wodka rein. So. Und dann soll da eigentlich 25 Milliliter Kirschlikör rein. Das ist ungefähr so ein, ja, die Hälfte, 2 cl. Der soll dann da rein. Und dann, eigentlich nimmt man ein anderes Glas. Ich verstehe aber nicht, das ist ja im Grunde kein Cocktail, sondern ein Shot, meiner Meinung nach. Macht man dann noch die 2 Pfefferminzblätter rein. Und dann soll man das genießen. Im Grunde ist es Alkohol mit Alkohol. Und es soll die Schärfe von Wodka tatsächlich rausnehmen, der Kirschlikör, und das so ein bisschen auflösen. Und das soll ziemlich fruchtig schmecken, laut dem Internet. Also ich kann ja mal gucken, ich kann das Rezept ja mal verlinken. Dann könnt ihr es mal ausprobieren. Aber ich habe euch gedacht, den Red Russian kann ich euch nicht vorenthalten. Und den muss ich euch zeigen und den probieren wir jetzt mal, weil... Aber ihr seht das ja, es ist rot. Ne? Es ist ja wirklich... Und es riecht nach Kirschen. Und nicht mal nach Wodka. Ne? Wirklich nicht, es riecht nicht nach Wodka. Aber die Frage ist ja, hat dieser Cocktail Bestand? Ist das der nächste Bringer auf der Grillparty? Probieren wir es. Okay. Also ich würde es eher als Shot bezeichnen. Die Schärfe des Wodkas ist weg. Also es schmeckt nicht nach Wodka. Das stimmt schon mal. Es brennt trotzdem den Hals frei. Ich bin Allergiker und habe in dieser Jahreszeit oft so eine Schnoddernase, pollenbedingt. Aber jetzt gerade habe ich alles frei. Ich kann es tatsächlich empfehlen, wobei ich euch empfehlen würde, über den Abend nicht mehr als 2 oder 3 davon zu trinken. Es sei denn, ihr wollt mental auf einen anderen Planeten und ein anderes Leben kurz kennenlernen. Oder eine Nahtoderfahrung. Super für eine Nahtoderfahrung. Trinkt davon mal, was weiß ich, 30, 40 Shots. Und dann, wenn ihr dann aufwacht in der Intensivstation, mit ausgepumpten Magen und das überlebt habt, dann habt ihr eine Erfahrung gesammelt fürs Leben. Ne, jetzt aber Spaß beiseite. Ist ganz fruchtig, ganz lecker. Ich denke mal schon, wenn man das jetzt über Nacht einwirken lassen würde, auch mit den Kirschen, dass sie ganz fruchtig sind. Aber wir können ja mal so eine Kirsche probieren. Und die sind schön süß, aber die haben schon ein bisschen Wodka aufgenommen. Ein bisschen bissig sind die schon. Naja, wie dem auch sei. Ich glaube, wenn man den wirklich eine halbe Stunde stehen lässt, wird er sogar noch ein bisschen besser schmecken. Kann ich es empfehlen? Ja, ist ganz fruchtig, ganz lecker. Könnte eventuell dieses Jahr der Sommerhit werden. In diesem Sinne, cheers!